Geht doch. So, der Panzer ist hinüber. Wir haben doch dann noch zwei MiG-Chats, ne? Eine Sekunde. Zuerst die 1er auswählen, dann die auswählen und dann so. Dann lassen wir die alle mal allesamt hier. Beziehungsweise wir sollten vielleicht diese Panzer da zerstören. Ach shit. Schnell! Schneller! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt reparier dich mal schön drauf, Kollege. Da unten brauchen wir ganz schnell Verstärkung. Ziehen uns besser mal zur Brücke zurück, weil die Position da oben können wir nicht halten. Keine Chance. Und der 1 sagen wir mal, dass die hier patrouillieren sollen. Eigentlich in der Hoffnung, dass sie vorher wieder auftanken, aber... Du kehrst mal ganz schnell wieder zurück, weil du bist nicht aufgetankt. Wir könnten ja eigentlich, pass mal auf, ein zweites Flugfeld errichten. Ja, super. So. Von dem Geld sollten wir jetzt eigentlich mal ein paar von den Kampfpanzern hier basteln. Und vor allem noch mehr Battlemaster und ein paar Gatling-Panzer. Die schicken wir alle jetzt davor. Na, müsst ihr mal schon wieder Panzer vom Gegner. Nutzen wir gleich mal hier die MiGs. Einheit verloren. Ja, es läuft ja super, dass die sich ja alle automatisch wehren. Das finde ich einfach nur sehr genial. Oh je. Das läuft überhaupt nicht nach Plan. Also überhaupt nicht. Aber Infanterie kann man ja auch nicht einsetzen, weil Infanteristen würden da drüben ja bloß von den Panzern überrollt werden. So, seid ihr wieder fertig? Dann los. Auf zur Front, und zur Dalli. Mist, 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 Mist. Wir verlieren hier gleich den nächsten Panzer. Einheit verloren. Und den nächsten Panzer. So, kommt schon, macht die mal kalt hier. Ich sage jetzt hier mal Boden überwachen. Man kann ja bei Kampfjets sagen Luftüberwachung, dann überwachen sie nur den Luftraum, also greifen feindliche Flugeinheiten an. Und bei Bewachen, beim normalen Bewachen, da gehen sie nur auf Bodentruppen. So, hier mal vorwärts. Okay. Den da drüben haben wir auch noch rumstehen. Was haben wir denn da eigentlich? Wir brauchen ja ein paar Battlemaster. Vor allem Battlemaster. Das sieht nicht sehr gesund aus. Okay, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Können wir nochmal... Nee, ich kann nur noch eine weitere Miet basteln. Dann kriegst du jetzt Platoon 3 und die Jungs kriegen Platoon 2, gehen in Alarmstart. Einheit verloren. Ja, so ist das brav. Ihr bombt hier mal schön alles weg. Wir könnten jetzt eigentlich mal mit der Artillerie reingehen, wobei das nicht allzu sinnvoll wäre. Na toll. Frag mich bloß, weshalb die Panzer hier nie was machen. Toll, stehen die da oben rum. Und ich habe keine Notreparatur. Komm, dann setzen wir jetzt mal hier ein Minenfeld rein. Huch, da kommen sie schon wieder alle angesammelt. Also ich glaube, ich muss hier echt mal... Wir können da jetzt eine weitere MiG basteln. Ihr zwei macht mal kurz einen Aufklärungsflug da am Fluss unten. Wir machen hier auch einmal einen auf Verfolgerkamera, damit wir es auch richtig schön miterleben. So, hier sieht man noch die Überreste von den ganzen Gebäuden und der Brücke und so. So, mal gucken, was wir jetzt hier oben... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, das war ein Volltreffer. Am besten mal landen und reparieren lassen. Jetzt bekommt ebenfalls das Platoon 2 so.
Da hat man jede Menge Infanterie, ne? Aber pass mal auf, was wir hier haben, Artillerie und Waffenfabrik. Ich könnte eigentlich mal ganz schnell die Kohle nutzen, um hier weitere Panzer zu basteln. Die wir hier ja alle verlieren. Und da kommt die Artillerie runter. Na, das Teil ist fast weg. Da schicken wir jetzt gleich mal die Zweier runter. Bevor sie die Waffenfabrik hier reparieren. Ich hoffe, ich erwische jetzt die hinteren zwei. So, und denen befehlen wir jetzt... Einheit verloren. Die Cyberfabrik. Machen Sie kurzen Prozess. Abzufackeln. So. Ach du Schande, hier kommen alle da hoch. Ja, schöner Spaß, Leute. Leute, gebt euch mal Mühe hier. Oh Mist, wir bekommen hier weitaus mehr Besuch, als uns gut tut. Alle Mann zurück. Rückzug. Los, 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 los. Zurück zur Basis. Da haben wir die Möglichkeit, den Typen richtig einzuheizen. Eins und zwei, ihr überwacht hier die Brücke. Und zwar Dalli. Bombt die Typen weg. Oh, 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 also was da alles angesammelt kommt. Scheiße, Leute, lauft, lauft, lauft. Gleich habt ihr es geschafft. Einheit verloren. Mist. Blackbot hat es beinahe erwischt. Los, ab in die Cyber-Kaserne, Kollege. Damit du geheilt wirst. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir die ganzen Panzer da wegbringen, dass die hier in die Reichweite von den Gatlings kommen. So, und jetzt macht sie fertig. Einheit verloren. Ja, es läuft ja ganz toll. Wenigstens haben wir hier so eine Art Trichterfunktion. Da müssen sie nämlich näher zusammen. Was bedeutet, es können nur wenige Einheiten von denen gleichzeitig kämpfen. So, die ganzen Panzer jetzt mal da oben rein. Dir geht's wieder gut. So, eins sagen wir mal hier patrouillieren. Und zwei da patrouillieren. Ach je, also irgendwie... Ich meine, ich habe Command & Conquer Generals ja schon mal komplett durchgespielt, aber irgendwie läuft hier so ziemlich mal gar nichts. So wie es normalerweise laufen soll. Es läuft alles anders, es kommt alles anders, es ist alles anders. Das ist irgendwie... Kommen nochmal ein paar Battlemaster und Gatling-Panzer und dann können wir eigentlich Drachenpanzer, ich weiß nicht, welche... Die fahren im Haufen in der Horde mit, eröffnen dann willkürlich das Feuer und fackeln Verbündete, aber ich finde das nicht so gut. Da mal vier Stück. Den da können auch mal zur Reparatur schicken. Das heißt, wir machen einfach nochmal so und so. Und so und so. Ja. So, ihr seid... Das sind ja bloß... Sehe ich jetzt richtig, das sind drei. Drei? Vier. Ah. Okay. Wo war dann der vierte gerade? Ist ja komisch. So, dann überfliegen wir mit denen jetzt nochmal ganz kurz hier die Stadt. Ach, Nachschub. Guck mal. Meeks, eure Aufgabe. Weißt du was, wir sind jetzt mal so fies und schmeißen genau hier in den Eingangsbereich Streuminen rein. Fahrzeuge haben sie ja keine mehr, können sie ja keine mehr bauen, ne? Und im Grunde genommen könnten wir mal hergehen und die haben ja hier so schöne Treibstofffässer. Vielleicht können wir die hochjagen. So, der hat seine Sachen da drüben abgeworfen. Funktioniert irgendwie nicht so ganz mit den Treibstofflagern. Aber gut. Seid ihr bereits wieder voll? Ja, ihr seid voll. So, ihr patrouilliert hier. Dass wir euch immer abrufen können. Euch geht es soweit ganz gut gesundheitlich. Dann Tarnfähigkeit neutralisiert da unten. Wahrscheinlich von den Minen. Dann speichere ich aber trotzdem nochmal ganz, ganz kurz. Wie viel Uhr haben wir es denn jetzt eigentlich?
Es ist halb. Es ist halb vorbei. Halb vorbei. Aber nur halb. Dann würde ich sagen, 1, das Ding angreifen. 2, das Ding angreifen. Bringt ja soweit mal nicht allzu viel. Außer mit Artilleriebeschuss jetzt dann noch. Aber gut. Du bist nicht mehr am Produzieren. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal diese Armee nehmen. Außer den da und den Blackbot nehmen wir auch nicht mit. Die schicken wir jetzt einfach mal alle darüber. Da kommen noch mehr Infanteristen angesammelt. Und hier auf die feindliche Kommandozentrale jage ich jetzt mal Artillerie rein. Da sieht man übrigens auf dem Radar auch, dass die immer kommt, ne? Die Artillerie. Die wird ja auch als rot gefärbte Einheit angezeigt. Komm, fahr die mal alle über den Haufen hier. Kann's ja nicht sein. Ach, schön. Hier nochmal die Jets rein. Da hätten wir jetzt, glaube ich, beinahe einen Gatling-Panzer verloren. Ja, die brauchen aber auch lange, um diese Brücken zu überqueren. Ihr fahrt jetzt mal Dalli-Dalli in die Stadt und nehmt sie ein. Na geht doch, das Teil ist weg. Jetzt haben wir es eigentlich nur noch mit Cyborgs zu tun und das sollte ja wirklich kein Problem sein. Dann schicken wir euch, wir haben doch jetzt bestimmt was vergessen hier oben, oder? Nee. Diesmal nicht. Schicken wir euch mal alle hier durch die Stadt durch. Von da haben sie sich immer den Nachschub geholt, super. Können sie sich jetzt wahrscheinlich abschreiben. So. Seid ihr wieder startbereit? Ihr seht so aus. Dann startet doch mal. Dann sehen wir zu, dass wir die Mission jetzt gleich beenden. Runter da unten. Mit euch. Darunter. Mit der 1 greifen wir da an und mit der 2, die 2 erhalten wir mal da im Hintergrund. Erstmal gucken. Ja doch, es geht doch. Dann bomben wir jetzt die Jungs noch weg. Damit wäre es das eigentlich so gut wie. Dann ist das deren letztes Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir das doch platt und dann war es das mit der Mission. Los, zeigt's ihnen. Weg mit dem Ding. Braucht doch keine Sau mehr. So, das war's dann wohl. Das wär's mit dieser IBG-Basis. Und wir haben $15.000 eingesagt. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen, frag ich mich. Spiel ist abgespeichert und ich würde sagen, ich unterbreche an dieser Stelle jetzt mal die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!